Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Donnerstalk, den wir ja seit einiger Zeit veranstalten, begrüßen. Mein Name ist Walter Schaffelhofer, ich bin Vorsitzender des Netz Initiativa Christen und wir veranstalten eben seit einiger Zeit mit dem Katholischen Akademikerverband der Erzdiözese Wien diese Donnerstalk-Veranstaltungen. Heute möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Universitätsprofessor Dr. Anton Behlenker bedanken, dass er sich für diesen Donnerstag zur Verfügung gestellt hat und zum Thema die politische Situation in Österreich sprechen wird. Interviewen wird ihn, beziehungsweise moderieren das Gespräch, wird Martin Gebhardt vom Kurier, der auch schon viel Erfahrung mit diesen Veranstaltungen hat. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Ein Hinweis noch, es gibt die Möglichkeit zum Chat, das heißt, Sie können sich einschalten in die Diskussion, wenn Sie dazu aufgefordert werden und werden dazu auf Ihrem Bildschirm ein Kästchen finden, Chat, das Sie dann anklicken und dann die Möglichkeit haben, Ihre Frage zu schreiben. Sie können sich also nicht persönlich mündlich einschalten, aber Sie können Ihre Frage schreiben, die dann vom Moderator vorgelesen wird und dann von den Diskutanten beantwortet wird. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen und gleich mit der Frage einsteigen an den Herrn Professor. Wie beschreiben Sie die momentane politische Situation? Ich meine, Sie haben so viele Epochen gesehen. Das stimmt natürlich. Insgesamt ist die Situation stabiler, als sie an der Oberfläche aussieht. An der Oberfläche bemerken wir Risse innerhalb der Regierungskoalition, die ja jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt ist, Risse, die nicht überraschend sind, angesichts etwa der widersprüchlichen Zugänge zur Asyl- und Flüchtlings- und Migrationsfrage, ÖVP sehr restriktiv, Grüne sehr offen. Das heißt, es gibt hier Brüche und Widersprüche. Noch dazu unterstrichen, dass ja der eigentliche Akteur in der Frage der Pandemie aufgrund der österreichischen Verfassung der Gesundheitsminister ist. Denn der Bundeskanzler ist ja nicht der Vorgesetzte des Gesundheitsministers, sodass hier ein Rollenkonflikt um die Darstellung zwischen Bundeskanzler und Gesundheitsminister. Ich war zum Beispiel überrascht, dass der Bundeskanzler nach Israel fliegt, um hier in einer Frage der Pandemiebekämpfung zu verhandeln. Eigentlich wäre ja zuständig der Grüne Gesundheitsminister gewesen. Das wird im Untergrund sicher brodeln und das wird aufbrechen. Das heißt, an der Oberfläche sind Anzeichen von Instabilität da, die freilich sehr unter Kontrolle sind. Erstens einmal, weil es keine Alternative zu einer von der ÖVP geführten Regierung gibt. In absehbarer Zeit ist die ÖVP weiterhin im Zentrum des Geschehens. Die ÖVP kann nicht allein regieren, aber ohne ÖVP kann man nicht regieren. Und solange die österreichische Volkspartei oder die neue Volkspartei oder wie man sie sich nennt, das Gründen der PR, im Aufwind ist, solange die Zustimmungswerte zu Sebastian Kurz relativ hoch sind, wird die ÖVP hier nicht gefährdet sein in ihrer Rolle. Man sieht das ja auch bei den Umfragedaten. Die Grünen leiden mehr unter dieser relativen Instabilität als die österreichische Volkspartei. Das Problem der ÖVP ist freilich, hat sie eine Alternative zum grünen Koalitionspartner? Und angesichts der Entwicklung, die die Freiheitliche Partei nimmt, die ganz massiv auf Fundamentalopposition spielt, wäre die einzige Alternative zu den Grünen die Sozialdemokratie. Und das wird sich aber in absehbarer Zeit auch auf Gründen persönlicher Befindlichkeiten wohl nicht ausgehen. Obwohl es interessanterweise schon diskutiert wurde. Politbeobachter haben die Annäherung Kurz, Wiens Bürgermeister,
Ja. Könnte es einen fliegenden Wechsel geben? Auch der Kurs der Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, weg von totaler Opposition hin konstruktiv zu arbeiten. Ja, also es gibt zwei Oppositionen, könnte man sagen. Die Sozialdemokratie und die Neos als konstruktive Opposition, die beide an sich, nur die Neos können quantitativ hier nicht ins Spiel kommen, weil sie allein der ÖVP nicht die Mehrheit verschaffen werden. Und die Sozialdemokratie als konstruktive Opposition, als denkmögliche Regierungspartner, und die Freiheitliche Partei, die vor allem durch die Performance ihres Gruppobmanns fundamentale Opposition macht und sich offenbar ganz bewusst selbst aus dem Spiel nimmt. Der Kurs der Freiheitlichen Partei ist, sie setzt erst wieder auf ein Comeback als potenzielle Regierungspartei nach Neuwahlen. Wer soll mit dieser Freiheitlichen Partei, deren Gesicht Herbert Kickl ist, in absehbarer Zeit koalieren wollen? Das heißt, die FPÖ nimmt sich strategisch bewusst aus dem Spiel, aber die Sozialdemokratie wäre da. Nur es wird nicht leicht sein, ohne Neuwahlen einen fliegenden Wechsel zu machen. Vor allem sind die Grünen ja insgesamt doch eher zahm fromm. Ja. Die Grünen geben kaum oder werden ihnen wahrscheinlich kaum Anlass geben, sozusagen plausibel zu machen, dass diese Koalition auseinanderbricht. Wobei man schon hört aus der Regierung, dass es zu dem Zeitpunkt damals, wie es den Misstrauensantrag gegen Innenminister Nehammer gegeben hat, in der Clubsitzung der Grünen sehr turbulent zugegangen sein muss. Also es soll da auch ein Telefonat gegeben haben zwischen Vizekanzler Kogler und Sebastian Kurz, wo Kogler gesagt hat, nach dem Motto, er müsste irgendwas anbieten, weil so einfach ist das nicht mehr. Es ist eigentlich für mich überraschend, dass nicht noch mehr passiert ist. Denn ich habe eigentlich schon gedacht, dass die Abschiebung dieser Kinder oder Jugendlichen nach Georgien und Armenien schon der Punkt sein wird. Dass hier die Sensibilität, alles das, was für Grün steht, Menschenrechte, Rechte für voll integrierte Flüchtlinge, Asylantinnen, Asylanten, das wäre eigentlich für mich schon der Anlasspunkt gewesen. Und dann die Grünen noch zahm reagiert. Aber wie viele Fälle, wie etwa die Abschiebung, wie etwa der Misstrauensantrag gegen den Finanzminister, können die Grünen noch durchstehen, ohne zu riskieren, in die Nähe der 4%-Hürde zu kommen? Und das haben sie schon einmal erlebt, 2017. Gut, bei den Grünen, bleiben wir kurz bei den Grünen, gibt es ja auch immer die Angst vor der Basis. Also es wird heuer einen Bundeskongress geben und da weiß man eigentlich nie genau, wie die Basis sich verhalten wird. Also die Basis ist nicht so führungstreu wie in den anderen Parteien. Und nehmen wir das Beispiel Wien her, Vasilakou, Heumarkt, da hat auch die Basis plötzlich gegen die eigene Vizebürgermeisterin gestimmt. Und vor diesem Bundeskongress, der könnte es eigentlich alles zum Kippen bringen. Ja, die Basis ist natürlich ein äußerst volatiler Begriff bei den Grünen, wenig berechenbar, aber ich erinnere nur daran, dass 2015, 16 die sozialdemokratische Basis Werner Faymann gestürzt hat. Also da gibt es schon auch andere Beispiele, aber sicherlich bei den Grünen stärker ausgeprägt. Und hier wird natürlich eine Richtschnur sein, in welche Richtung entwickeln sich die Kurven der Zustimmung für die Grünen in den regelmäßig durchgeführten Meinungsumfragen. Wie schneiden die Grünen bei Landtagswahlen oder auch bei Lokalwahlen ab? Das heißt, das ist natürlich dann ein Zusatzfaktor. Aber momentan glaube ich noch nicht, dass es soweit ist. Dazu haben die Grünen zu sehr das Mitregieren jetzt als Eigenwert oder Selbstzweck erkannt. Für die Basis ist das natürlich ein geringer Trost, dass der Vizekanzler von den Grünen gestellt wird. Aber die Grünen wollen einmal zeigen, dass sie regieren können, wobei ich hinzufüge, als halber Tiroler in Tirol haben die Grünen eigentlich schon seit den 1990er Jahren in der Landesregierung mitgewirkt. Also so neu ist das ja nicht, aber auf Bundesebene ist es neu. Und da wollen die Grünen nicht dann den schwarzen Peter haben, den ihnen die ÖVP im Fall des Falles sicherlich zustimmen wird. Die Grünen haben diese Koalition zerstört, genauso wie auch 2019
und da aber freilich objektiv nachvollziehbar die Freiheitlichen die Koalition mit der ÖVP zerstört haben. Und wir dürfen nicht vergessen, irgendwann einmal wird an Sebastian Kurz schon hängen bleiben, dass er eigentlich mit Koalitionspartnern es nicht lange ausgehalten hat. Da muss er aufpassen. Ne? Wie sehen Sie überhaupt die Position des Kanzlers? Auf einem Jahr, als die Pandemie begonnen hat, galt er praktisch als unantastbar. Ist das dieses auf dem Podest, der steht, ist das kleiner geworden? Oder? Es zeigt Sprünge. Es bröckelt noch nicht, aber es zeigt Sprünge, weil wir in der Demokratie zum Glück, wenn wir vielleicht von der Halbdemokratie in der Russischen Föderation einmal absehen, so überstrahlende Persönlichkeiten können auf die Dauer nicht halten. Und das ist gut so. Die Frage ist, wird das in absehbarer Zeit auch mit Sebastian Kurz passieren? Wird er bis zum Ablauf der Legislaturperiode weiterhin die dominante Figur innerhalb einer dominanten Regierungspartei bleiben können? Ich halte das für gut möglich. Das heißt, Sebastian Kurz ist noch nicht wirklich in einer Krisensituation, aber es zeigt Sprünge, das Denkmal des alles überstrahlenden Sebastian Kurz. Also seit Sebastian Kurz regiert, hat es eigentlich keinen Aufstand aus einem ÖVP-Bundesland gegeben. Ja, Sebastian Kurz ist ja groß geworden, dass er alles, was in der ÖVP angeblich so wichtig ist, zerschlagen hat. Die Bünde, wo gibt es doch Bünde? Konnte jemand sich vorstellen, dass vor einigen Jahren ein Politiker, der nichts hinter sich hat als die junge ÖVP, Bundesparteiobmann wird? Das war der Wirtschaftsbund oder der Bauernbund oder vielleicht noch der ÖAB. Die Länder sind zahm geworden, aber sie können jederzeit aufrufen. Das ist natürlich eine Ruhe auf Abruf. Das heißt, wenn Kurz Schwächen zeigt, werden vermutlich nicht die Bünde, sondern die Länder die Ersten sein. Gerade auch die westösterreichischen Landeshaupt. Da hat es ja einen kleinen Konflikt schon gegeben, rund um Tirol. Ja. Und die Maßnahmen für Tirol. Ja, Tirol und gerade auch der Vorarlberger Landeshauptmann hatte schon am Beginn immer wieder gezeigt, etwa auch in der Abschiebungs- und Asylfrage. Das heißt, die Landeshauptleute halten ruhig, solange Kurz Erfolg hat. Und Erfolg misst sich in Wahlergebnissen und in deren vorbotenden Umfrageergebnissen. Sie haben bei den Freiheitlichen vorhin die Rolle von Herbert Kickl betont. Herbert Kickl ist auch der am aggressivsten auftritt, der jetzt am Wochenende die Demonstration in Wien angeführt hat. Aber es gibt ja auch noch Norbert Hofer. Und es gibt auch noch den Herrn Heimbuchner, der im September in Oberösterreich eine Wahl schlagen muss. Das ist natürlich eine Schlüsselfrage der zukünftigen Entwicklung. Wer steht für die Freiheitliche Partei? Momentan hat Kickl die Nummer 1 Position in der öffentlichen Wahrnehmung erreicht. Norbert Hofer scheint kaum eine zentrale Rolle zu spielen, dem Anschein nach. Und die strategische Frage ist, Norbert Hofer steht eher für die potenzielle Rolle der FPÖ als Juniorpartner in einer Koalitionsregierung. Aber Herbert Kickl hat eindeutig für sich diese Rolle de facto ausgeschlossen. Mit Kurz muss weg, kann man nicht Juniorpartner in einer Regierung Kurz werden wollen. Und wir kommen später noch direkt zur Sozialdemokratie, aber jetzt die Rolle der SPÖ, sie ist noch immer staatstragende Partei. Sie hat am Beginn zuerst mitgetragen, dann totale Opposition. Dann ist Pamela Rendi-Wagner einen konstruktiven Kurs. Im U-Ausschuss zum Beispiel ist die Rolle ganz anders. Ist es eigentlich sehr aggressiv? Wie sehen Sie diese Rolle? Naja, mir fällt auf, dass die gleichsam schon im ersten Moment der Übernahme der Parteivorsitzendenrolle, dass Pamela Rendi-Wagner am Beginn totgesagt wurde, aber jetzt ist sie eigentlich sehr lebendig. Es steigen auch die Zustimmungswerte auf sie bezogen. Sie hat mit ihrer Rolle einer sozusagen betont sachlichen Opposition
Das heißt, konstruktiv könnte man das nennen, auch sicherlich unter Nutzung ihrer Rolle als Ärztin hier eigentlich ihre Anfangskrise innerparteilich. Es war rein innerparteilich überstanden. Und das, was am Beginn nach dem ungeplanten und chaotischen Abtritt von Christian Kern sozusagen nur als eine kurze Übergangslösung gedacht war, könnte sich jetzt doch zu einer dauerhaften Lösung mausern. Das heißt, Pamela Rendi-Wagner scheint mir momentan eine Gewinnerin der kurzfristigen Entwicklung zu sein. Sie hat sich auch zumindest mit dem Wiener Bürgermeister offenbar arrangiert. Ich glaube nicht mit dem burgenländischen Landeshauptmann. Aber der ist ja geschwächt. Also man allein geschwächt. Körperlich. Ja, der ist geschwächt. Aber mit dem Kärntner Landeshauptmann und dem Wiener Bürgermeister scheint sie sich arrangiert zu haben. Das heißt, Rendi-Wagner ist eigentlich eine Gewinnerin der letzten Monate gewesen. Das Interessante dabei ist, Rendi-Wagner verfolgt eigentlich einen sehr strikten Kurs. Eigentlich einen härteren Lockdown, als die Regierung manchmal verkündet. Und die Basis, also wenn man die Länderorganisationen, wenn man die Meldungen aus den Länderorganisationen hört, die hätten ja gerne mehr Öffnungen, weil sie natürlich jeden Tag mit Menschen in Gemeinden, in Städten konfrontiert sind, die sagen, so geht es nicht weiter. Aber eigentlich ist es ein Konflikt, der nicht aufschlägt. Es ist ein Konflikt, den natürlich die ÖVP genauso hat und den die Grünen genauso haben, weil es natürlich Argumente für die eine und die andere Seite gibt. Rendi-Wagner hat allerdings in der Schulfrage momentan sehr auf Öffnung wieder gesetzt. In der Gastronomie ist sie offenkundig sehr auf Verlängerung des Lockdowns. Das heißt, sie rudert genauso herum wie die ÖVP und der Juniorpartner in der Regierung, die Grünen. Rudern herum meine ich jetzt nicht abwertend, weil ja natürlich Beispiel Schweden, Beispiel Israel, andere Beispiele zeigen, es gibt nicht die richtige Antwort auf die Pandemie. Es wäre eine maßlose Überforderung zu erwarten, dass eine Regierung die richtige Lösung finden kann. Und genauso wenig kann die Opposition nicht glaubhaft vorgeben, sie hat die richtige Lösung. Es haben nicht einmal die Experten die richtige Lösung. Die Experten, es gibt ja den berühmten Ausspruch, niemand hat gewusst, wie viele epidemiologische Expertinnen und Experten es in Österreich gibt. Weil eine epidemiologische Aussage der anderen ständig widerspricht und in den Medien auch genutzt wird. Das heißt, die Pandemie ist Neuland und die Politik ist tendenziell überfordert. Und das ist nicht die Politik des Herrn Kurz oder der Frau Pamela Rendi-Wagner. Die Politik weiß damit nicht umzugehen. Und das ist nachvollziehbar. Und damit, dazu sollte sich die Politik auch bekennen. Wir wissen es einfach nicht. Ja, es ist nur das Problem. Die Bevölkerung erwartet endlich konkrete Perspektiven. Die Wirtschaft erwartet konkrete Perspektiven. Und da ist der Druck natürlich schon sehr groß. Der Druck ist groß und es geht natürlich, aber wenn man sich anschaut, der schwedische Weg ohne Lockdown hat sich nicht sehr als erfolgreich herausgestellt. Wenn wir überlegen, es gibt zwar erkennbar berechtigte Kritik an der Europäischen Kommission, was die Politik des Ankaufs von Impfstoffen betrifft, da hat man offenbar eher auf den Preis geschaut und weniger auf die Menge. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Europäische Kommission wird kontrolliert vom Europäischen Parlament und da sitzen Politikerinnen und Politiker aus Österreich dort. Mhm. Und die Europäische Kommission macht ja auch eine vom Rat bestimmte Politik und im Rat sitzen österreichische Regierungsvertreter. Das heißt, die Neigung, die EU als Sündenbock zu benutzen, ist in sich unglaubwürdig, denn die EU ist auch Österreich und Österreich bestimmt mit, was die EU macht. Aber die Kommission hat sicherlich einen Fehler gemacht. Sie hat unterschätzt, dass es wichtiger ist, rasch zu kaufen und nicht primär auf den Preis zu schauen. Und jetzt gibt es eben das Spiel, dass China und Russland und auch die USA die einzelnen EU-Staaten gegeneinander auszuspielen versuchen. Ich hätte gerne noch ein anderes aktuelles Thema angesprochen, weil es schon fundamental ist. Das ist der Konflikt rund um die Justiz. Also es gibt die WKStA, es gibt die Staatsanwaltschaft, es gibt die Debatten, es gibt die Attacken der ÖVP gegen die Justiz, vor allem die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
es gibt Hausdurchsuchungen, es wird ein Verfassungsrichter direkt am Verfassungsgerichtshof von den Ermittlern besucht und es wird ihm dort der Laptop abgenommen. Das ist also ich gehe davon aus, dass der demokratische Rechtsstaat dafür sorgen muss, dass in allen diesen Fragen ein unabhängiges Gericht die Entscheidung trifft. Dass Staatsanwälte bei einem sogenannten Anfangsverdacht und was das ist, kann man diskutieren, agieren müssen, halte ich für richtig. Das heißt, ich halte den Vorwurf, dass die Staatsanwaltschaft zu viel macht, für völlig daneben. Es ist eher in der Geschichte der Zweiten Republik der Fall gewesen, dass die Staatsanwaltschaften zu wenig machen. Das heißt, es gilt ausdrücklich die Unschuldsvermutung. Eine Hausdurchsuchung sagt überhaupt nichts aus. Darauf muss beharrt werden. Aber die Staatsanwaltschaft deswegen zu kritisieren, weil sie untersucht, halte ich für völlig verkehrt. Und schon auch, und da bin ich bei Irmgard Gries, rechtsstaatswidrig, dieser Vorwurf. Eine Hausdurchsuchung führt natürlich automatisch zu den Rücktrittsaufforderungen durch die Opposition. Jetzt kann man noch sagen, okay, das ist ein Rechercheschritt der Staatsanwaltschaft, das ist ein Rechercheschritt der Ermittler. Es ist trotzdem, es ist ein politischer Skandal. Ja, aber ich bleib dabei. Untersuchungshandlungen, etwa Hausdurchsuchungen, etwa die Beschlagnahme von Kommunikationsmitteln wie Laptop oder Smartphone sind das eine. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ein Politiker deswegen zurücktreten muss. Etwas anderes ist, wenn Anklage erhoben wird. Und das erleben wir gerade in Israel, nicht? Sollte der Ministerpräsident zurücktreten, gegen den schon Anklage erhoben ist. Aber bis zur Anklageerhebung sind Rücktrittsforderungen ein billiges Ritual der Opposition, das sie offenkundig ausüben muss. Aber in der Substanz ist das nicht ernst zu nehmen. Die ÖVP reagiert und möchte jetzt eine Art Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt einführen. Wie sehen Sie diesen Schritt? Also ich sehe den Unterschied zur gegenwärtigen Situation sehr gering. Wir haben ja eine Art Bundesgeneralanwalt, nämlich den Bundesminister für Justiz oder die Bundesministerin für Justiz im Moment oder im Moment gerade wieder nicht. Das ist ja das. Also wichtig ist, dass eine Person politisch Verantwortung übernimmt und wichtig ist, dass diese Person, ob die jetzt Bundesministerin für Justiz oder Bundesgeneralanwalt oder wie auch immer heißt, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen hat. Von der Opposition befragt werden kann, warum ein Verfahren nicht weitergetrieben wird. Ich halte hier für das Problem nicht eine übereifrige Staatsanwaltschaft, sondern eine untereifrige Staatsanwaltschaft, die aus politischen Gründen wegschaut. Oder wie das einmal ein Justizminister vor langer Zeit gesagt hat, die Suppe ist zu dünn. Das war sehr lange her. Der Herr das lange her und das war aber immerhin, es war immerhin ein wichtiger Skandal, 1980er Jahre. Das heißt, ich halte es für nicht problematisch, dass überagiert wird, solange die letzte Instanz ein unabhängiges Gericht ist. Und das ist wichtig. Und daher halte ich es für denkbar und denkmöglich und diskutabel, dass wir den Bundesminister oder die Bundesministerin für Justiz aus dieser Verantwortung entlassen und sie einer anderen Person geben. Aber in der Substanz macht das wenig Unterschied. Naja, es macht den Unterschied. Aber bis jetzt haben sich Justizminister oder Ministerin gescheut davor. Man nennt immer Justizminister Brandstätter, hat einen Weisungsrat. Also nach dem Motto, jeder Verdacht, eine parteipolitische Entscheidung zu treffen auf Ebene Justiz oder wenn irgendwelche Entscheidungen vorgelegt werden müssen, das ist immer diese große Angst, da etwas zu machen, was automatisch dann parteipolitisch gedeutet wird. Das ist insofern, glaube ich ja, dass diese Bundesstaatsanwaltschaft kommen wird. Sie macht von der Optik her Sinn, von der Substanz eigentlich weniger. Denn auch ein Bundesminister für Justiz musste bisher schon Rede und Antwort stehen, warum manche Verfahren nicht in Gang gesetzt wurden, warum andere sehr wohl betrieben wurden. Das heißt, das ändert nichts daran. Und wichtig ist eben, dass im Parlament diskutiert wird und dass die Opposition, die ja in der Minderheit definitionsmäßig im Nationalrat ist,
die verantwortliche oberste Instanz hier befragen kann und zur Verantwortung ziehen kann. Das halte ich für entscheidend. Aber ich nehme an, die Optik ist schon gestellt. Die Grünen haben hier ihr Wording gleichsam der ÖVP aufgezwungen. Es wird so etwas geben. Ich halte das für gut vertretbar, aber nicht den großen Durchbruch, denn es wird immer ein Problem sein. Nein, es ist ja schon allein das Problem, wer bestellt diese Person? Ja, also ich kann mir durchaus... Ich meine, es gibt die Regel, es gibt den Vorschlag der Bundespräsident, es gibt den Vorschlag des Parlaments, es gibt den Vorschlag, wie lange, auf Lebenszeit oder 10 Jahre? Wir haben natürlich eine Parallelinstitution, der Präsident des Rechnungshofes. Der ist auf 10 Jahre bestellt, man kann nach einem Hearing... Ich könnte mir vorstellen, dass man auch eine qualifizierte Mehrheit einführt, dass die oft sehr knappe Regierungsmehrheit sich mit der Opposition teilweise arrangieren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass eine 60% oder 2/3 Mehrheit im Nationalrat diese Person bestellt auf längere Zeit. Das macht Sinn, aber der große Durchbruch ist das nicht. Denn wir werden immer damit leben müssen, dass wenn Politik ins Zwielicht kommt. Und wir denken hier nur an die vielen Verfahren, die der frühere US-Präsident Donald Trump jetzt durchzumachen haben wird. Das Verfahren gegen den amtierenden israelischen Ministerpräsidenten, das ist nicht spezifisch österreichisches. Wichtig ist, am Ende muss ein unabhängiges Gericht das Urteil sprechen. Und ich sehe immer die größere Gefahr, dass zu wenig als dass zu viel untersucht wird. Am Rande dieser Diskussion ist ein anderes Thema noch aufgetaucht. Soll ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes so bekannt gegeben werden, wie wirklich abgestimmt wurde? Ja. Und zwar, und man nennt immer die Dissenting Opinion aus Amerika, und manche argumentieren, dann wüssten wir wenigstens, was waren die Gegenargumente und welche Argumente haben gewonnen. Und es ist knapp ausgegangen. Dieses Thema ist interessanterweise weniger dass irgendwelche Verordnungen aufgehoben wurden, sondern bei der Sterbehilfe, bei der Debatte um die Sterbehilfe. Da ist es eigentlich, finde ich, extrem aufgetaucht. Ja, ja. Also grundsätzlich neige ich dazu, zu einer US-amerikanischen Lösung, dass bekannt wird, wer wie abgestimmt hat und dass jemand im Auftrag der Mehrheit die Mehrheitsmeinung begründet und dann Mitglieder der Minderheit ebenfalls begründen können, warum sie nicht sich der Mehrheit angeschlossen haben. Weil für mich, und da bin ich eben Politikwissenschaftler und kein Verfassungsjurist, weil damit das unvermeidlich Politische an diesen Urteilen deutlich wird. Wenn es etwa um die Sterbehilfe geht, das ist doch eine zutiefst weltanschauliche und das heißt politische Frage, eine grundsätzliche Frage, die die Existenz der Menschen betrifft. Das auf eine rein juristische Ebene zu schieben, halte ich für eine Verkürzung. Und generell ist der Verfassungsgerichtshof allein schon durch die Art, wie er besetzt wird, durch den Nationalrat, durch die Bundesregierung, durch den Bundesrat, politisch nominiert. Und daher würde das unterstreichen, wenn eben hier die Meinungen der einzelnen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes nach außen in Erscheinung treten. Aber ich bin mir der Problematik bewusst, ich halte das nicht für eine einfache Lösung. Der Präsident hat sofort gesagt, er hat Angst, dass die Autorität des Verfassungsgerichtshofs, dass das Urteil eigentlich nicht mehr so gesehen wird, wie es jetzt gesehen wird. Er spricht natürlich sich für die Mystifizierung seines Gerichtshofes aus, das verstehe ich, aber ich bin für die Entmystifizierung. Okay. Kommen wir jetzt in der ersten Runde am Ende zur Sozialdemokratie. Sie haben im Vorjahr ein Buch herausgegeben, Sozialdemokratie ab ins Museum. Fragezeichen. Fragezeichen, ja, wollte ich gerade dazu sagen. Fragezeichen, ja. Und, aber da, natürlich taucht da das auch die harmlose alte Tante, die nichts mehr bewegt. Ja. Ja, eigentlich in ganz Europa. Warum haben Sie das Buch geschrieben? Also, ich habe es ganz einfach geschrieben, weil mich der Verlag gefragt hat, ob mich das reizen würde. Und ich glaube, Auslöser war, dass ich irgendwann einmal um den 1. Mai des Vorjahres herum in der kleinen Zeitung etwas über die Situation der Sozialdemokratie geschrieben hat. Und da ja der Verlag Leikam mit Styria in irgendeiner Form verflochten ist, bin ich gefragt und dann habe ich überlegt und eine Streitschrift gerne. Und ich bin ausgegangen davon, dass ja immer dieser Dahndorf-Satz
das Zeitalter der Sozialdemokratie sei vorbei, was damit zu tun ist mit dem Satz. Und nach meiner Auffassung verkürzt man die Sozialdemokratie um das, was sie eben nicht erfüllt hat. Dahndorf sagte, die Sozialdemokratie war so erfolgreich, deswegen brauchen wir sie nicht mehr. Das ist ja verkürzt die Dahndorf-These. Alle sind Sozialdemokraten geworden. Die Frau Merkel ist eigentlich eine versteckte Sozialdemokratin und so weiter. Und auch der Herr Kurz kommt ja nicht umhin, die großen Erfolge der Sozialdemokratie wie den Sozial- und Wohlfahrtsstaat für sich auch in Anspruch zu nehmen. Aber was fehlt? Von den Ansprüchen der Sozialdemokratie ist eines unerfüllt, die Internationalität. Und das ist die Sozialdemokratie von Anfang an schuldig geblieben. Hoch die internationale Solidarität, das war und ist ein billiger Slogan, den man am 1. Mai gelegentlich ruft, aber von Anfang an, von 1914 weg, schon früher, der Bruch der österreichischen Sozialdemokratie unter Viktor Adler entlang der tschechisch-deutschen Linie zeigte schon, dass die Internationalität die große, unerfüllte Dimension der Sozialdemokratie ist. Und da bietet die Europäische Union etwas und da fehlt mir die Sozialdemokratie und mit das Fehlen tut Europa schlecht. Hat es diese Internationalität nicht gegeben, als noch die Mehrheit der Staaten in Europa sozialdemokratisch regiert wurde? Oder waren die Sozialdemokratien so unterschiedlich? Eines Tony Blairs oder zurück die SPD und so weiter? Ja, also wenn ich daran denke, die schwedische Zuwanderungspolitik unter Palme und die österreichische Zuwanderungspolitik unter Kreisky waren schon sehr verschieden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die britische Labour Party ist eine der Schöpferinnen der NATO. Die NATO wurde gegründet, als in Großbritannien die Labour Party mit Mehrheit regiert hat. Und die Labour Party ist eine Gründerin der NATO. Hat das die SPÖ in irgendeiner Form beeinflusst? Nein, die SPÖ hat aus nachvollziehbaren Gründen durch die geopolitische Lage Österreichs bestimmt einen eigentlich von der ÖVP vorgegebenen Neutralitätskurs vertreten. Das heißt, ich sehe da wenig Übereinstimmung. Gemeinsam war natürlich der Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Also in der Innenpolitik gibt es viele Gemeinsamkeiten. Aber in der Internationalität habe ich sie von Anfang an nicht erkennen können, wo denn das ist. Es gibt so diese vage Formulierung, Marshallplan für die dritte Welt, das waren schöne Lippenbekenntnisse. Ich habe nicht den Eindruck, ich habe von Bruno Kreisky noch die Erinnerung, dass er einmal gesagt hat, als ihm vorgeworfen wurde, dass die sogenannte Entwicklungshilfe, jetzt heißt das ja internationale Zusammenarbeit, in Österreich unter Kreisky nicht ernsthaft finanziell zugenommen hat, hat er gesagt, ja, wenn der österreichische Bauernbund in der ÖVP auch dafür ist, dann bin ich auch dafür. Das heißt, er ist alles innenpolitisch motiviert, verständlich, nicht als Vorwurf, schon gar nicht als moralisierender Vorwurf. Aber was fehlt ist, und gerade in der Pandemiefrage, es fehlt doch hier eine geschlossene europäische Antwort. Und es fehlt auch innerhalb der Europäischen Union eine klare sozialdemokratische Position. Mit wem ist der ÖVP-Bundeskanzler nach Israel gefahren? Mit der dänischen sozialdemokratischen Regierungschefin. Ja, die hat auch den härtesten Einreisekurs. Genau, eben. Ja. Und ist das ein sozialdemokratischer Grundwert? Ja, es fehlt vielleicht auch die Person, die diese internationale Tät zusammenbringen könnte, europaweit. Also ich habe in meinem Buch, glaube ich, unter meinen sozialdemokratischen Freundinnen und Freunden in einem Punkt vor allem Widerspruch provoziert, indem ich Tony Blair positiv erwähnt habe. Tony Blair ist für die meisten Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen in Österreich ein Buhmann. Genau. Den darf man nicht loben. Und ich habe ihn gelobt. Aber er wird nicht gelobt wegen des Irakkriegs, oder? Nein, das war der Punkt, der wegen des Irakkriegs mit, also Tony Blair minus seine Zustimmung zum Irakkrieg 2003. Ja. Das ist positiv, weil er erkannt hat, dass mit alten Verstaatlichungsparolen keine Wahlen gewinnen kann, weil er sozusagen die Thatcherson Reformen übernommen hat, aber sozialdemokratisch abgefedert hat, indem er in die Infrastruktur, in die Bildung investiert hat. Und mehrheitlich, vor allem hat er drei Wahlen hintereinander gewonnen. Wer kann das von sich behaupten? Seit Bruno Kreisky niemand. Aber kann es die Sozialdemokratie schaffen,
einen Modernisierungsweg zu beschreiten, eine moderne Partei zu werden. Sie kann es schaffen, wenn sie es will. Ich meine, wenn sie es will und wenn sich, also das ist mein Einwurf, wenn sie nicht alles mit Bruno Kreisky erklären will. Sicherlich, die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, Bruno Kreisky könnte heute nicht mehr Bruno Kreisky sein. Womit die Sozialdemokratie zu kämpfen hat, ist ein zutiefst strukturkonservatives Element in der eigenen Partei, für das etwa der burgenländische Landeshauptmann steht. Das sind die ängstlichen Modernisierungsverlierer, die sozialen Gruppen, die profitiert haben von der sozialen Sicherheit plus Wirtschaftswachstum der Jahrzehnte vor und während und noch nach Bruno Kreisky und die jetzt verständlicherweise Sorge haben, dass etwa die Zuwanderung, die Öffnung, jetzt schon der jetzt Redezeit vor der Pandemie und nach der Pandemie, der innereuropäischen Grenzen, sozusagen eine Solidarität mit den polnischen Installateuren bedeutet und eine Solidarität bedeutet auch mit den Zuwanderern aus Kroatien, die plötzlich die gleichen sozialen Rechte in Anspruch nehmen wie die Österreicher her. Das ist eine verständliche, aber zutiefst konservative, ja reaktionäre Abwehrreaktion. Wie kann man diese Wählerschichten halten und trotzdem mehrheitsfähig sein? Und ich würde sagen, die Sozialdemokratie kann riskieren, und ich meine, sie sollte riskieren, kurzfristig Niederlagen in Kauf zu nehmen. Denn wer sind denn die Gesellschaftsschichten, die im Wachsen begriffen sind? Das sind die Studierenden, das sind die Kinder dieser strukturkonservativen Blue-Collar-Workers, wie wir das nennen. Das ist die Zukunft. Und das sind die Frauen. 50% der Studierenden in Österreich sind weiblich. Das habe ich ja auch versucht deutlich zu machen. Ich habe daher Pamela Rendi-Wagner als eine große Chance wahrgenommen, weil das Gesicht natürlich eine Rolle spielt. Genauso wie es eine Chance war, dass mit Bruno Kreisky eine Person identifiziert wurde mit der SPÖ in den 1970er Jahren, die so gar nicht dem durchschnittlichen sozialdemokratischen Wähler entsprochen hat. Ein Großbürger, der in komplizierten Sätzen spricht, der nachdenklich ist, noch dazu unausgesprochen jüdischer Herkunft ist, der war mehrheitsfähig. Jetzt könnte eine solche Rolle einer atypischen, zukunftsweisenden Repräsentantin die Parteivorsitzende spielen. Und das haben die alten Herren zunächst nicht begriffen. Vielleicht lernen sie es jetzt, was da für eine Chance ist. Gut, die alten Herren, Doskozil ist nicht so alt, aber Ich meine alt nicht biologisch. Ja, genau. Alt bin ich selber, hätte der Kreisky gesagt. Genau. Aber Doskozil verweist, er hat eine absolute Mehrheit geholt im Burgenland und sagt, so gewinnt man Wahlen. So gewinnt man im Burgenland. Okay. Burgenland ist in vieler Hinsicht das atypischste aller Bundesländer. Es hat kein einziges urbanes Ballungszentrum. Es hat keine Universität. Es hat die höchste Agrarquote. Das heißt, wenn man mit dem burgenländischen Weg Wahl in Österreich gewinnen will, wünsche ich viel Glück. Ich glaube, es ist aussichtslos. Es ist ungefähr so, als würde die ÖVP mit Karl Habsburg Wahlen gewinnen wollen. Okay, bleiben wir mal da. Hat es schon Anfragen gegeben? Okay, wenn es noch nicht, dann reden wir über den Wiener Weg. Ja. Ja? Michael Ludwig, der ja nicht so stark gewonnen hat, also prozentmäßig wie Hans-Peter Doskozil, aber doch stärker geworden ist, als es zuletzt Michael Häupl war, der einen Kurs fährt, einerseits mit Peter Hacker und dann mit seinem Stadtrat Hanke. Also der eigentlich sehr viel in seiner Partei mit Uli Simmer ganz verschiedene Persönlichkeiten um sich geschart hat, der mehr realisiert momentan natürlich in den Flächenbezirken, aber auch schaut, dass er in seinem Team Stadträte hat, um auch in der Innenstadt das wieder zu holen. Also ich finde, dass Michael Ludwig in dieser ersten Phase, Politiker nützen sich mehr oder weniger rasch ja ab auch, ganz erfolgreich agiert hat. Er ist ja punziert gewesen
als der Kandidat der Flächenbezirke gleichsam das strukturkonservative Element der Wiener Partei vertretend, hat sich durchgesetzt, weil er eben viel schillernder und viel vielschichtiger ist, als man ihm zugetraut hat. Also bei Michael Ludwig hat man am Beginn unterschätzt sein intellektuelles Element. Und das spielt er sehr geschickt jetzt, und auch der Wechsel des Koalitionspartners hat ihm ja eines gesichert. Man spricht über ihn. Mhm. Er hat nicht das getan, was alle erwartet haben. Auch nicht sein Vorgänger. Er hat ja in einem Interview angedeutet, er hätte gerne, dass er das. Er hebt sich von Häupl ab. Mich hat das ein bisschen an Sinowatz erinnert, sehr Schwierigkeiten gehabt, sich von Kreisky abzuheben. Aber alles, was bisher zeigt, macht das ja Ludwig relativ erfolgreich. Die Koalition funktioniert, die Bandbreite eben mit verschiedenen Stadträtinnen und Stadträten besetzt, ist ja stabil offenbar. Er gilt als Mann der Flächenbezirke, aber ich glaube, er ist auch in Wien-Neubau nicht unbedingt erfolglos. Mhm. Also bisher ja, ob es auf die Dauer möglich ist, wird sich zeigen. Interessant ist, dass er etwas getan hat, womit ihm zunächst niemand gerechnet hat, nämlich, dass er die Neos den Grünen den Vorzug gegeben hat als Koalitionspartner. Das hat ihm auch die Rolle des Innovators gebracht. Denn so ein bisschen ist das wie mit Tony Blair, wie ich vorhin erwähnt habe. Die Neos sind für viele in der Sozialdemokratie ein Belzebub. Genau, vor allem für die Gewerkschaft. Die treiben es neoliberal. Genau, vor allem für die Gewerkschaft. Das heißt, ja, genau. Es ist ja auch im Vorfeld aufgetaucht. Aber Ludwig hat gesagt, ich gelte als Mann der Flächenbezirke, ich mache jetzt ganz was anderes, als die sogenannten Flächenbezirke von mir erwarten. Ja. Also viele Beobachter sagen, dass eigentlich diese Konstellation den Neos mehr schaden wird als wieder SPÖ. Das wird man sehen. Die Neos sind natürlich immer eine Partei, die das Problem haben, es gibt eben die 4%-Hürde auf Bundesebene, und viel in Richtung Zweistelligkeit werden sie sich nicht bewegen können. Das heißt, die Neos haben ein Überlebensproblem, aber es ist daher wichtig, dass sie auffallen. Als dritte Wiener Oppositionspartei hätten sie kaum auffallen können. Hm. Als Juniorpartner in der Wiener Regierung können sie auffallen. Also ich glaube, für die Neos ist die Annahme des Angebots von Ludwig durchaus rational vernünftig gewesen. Sie haben jetzt eine Position, sie werden beobachtet. Zwischen der Wiener FPÖ und der Wiener ÖVP zerrieben zu werden, kaum wahrgenommen werden, das wäre keine gute Option gewesen. Heute in Heuer wird gewählt, und zwar in Oberösterreich. Das ist keine unbedeutende Wahl. Ich meine, da gibt es jetzt die Konstellation des ÖVP-Landeshauptmanns mit dem Freiheitlichen. Rudolf Anschober kommt aus diesem Bundesland. Da muss man auch sehen, wie sich das auswirken wird. Also, Oberösterreich ist natürlich deswegen interessant, weil es viel stärker als andere Länder hier eigentlich ganz Österreich repräsentiert. Es hat ein urbane Ballungszentren, es hat Universitäten, mhm. Es ist aber auch ländlich nach wie vor. Mhm. Es ist betroffen von einer Innengrenze gegenüber der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, der Oberösterreich ist ein Spiegelbild von Österreich. Und das ist besonders spannend, denn die Lehre aus Oberösterreich wird für ganz Österreich wichtig sein. Auch die Lehre, wie sich diese lange Corona-Pandemie mit den vielen Maßnahmen auswirkt. Ganz bestimmt nicht. Also nach meiner Wahrnehmung hat der oberösterreichische Landeshauptmann sich gegenüber dem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler, der Bundesparteiobmann heißt es in der ÖVP nach wie vor, sehr loyal verhalten. Aber er hat natürlich das Problem, dass Oberösterreich neben Niederösterreich das letzte Bundesland, das noch eine Proporzverfassung hat, was ja ein bisschen altväterisch klingt. Aber er braucht, da er nicht mit einer absoluten Mehrheit rechnen kann, für die Wahl des Landeshauptmanns, für seine Wiederwahl, einen de facto Koalitionspartner, auch wenn auch andere in der Koalition sitzen werden. Aber er braucht eine Landeshauptmann-Koalition. Und da ist natürlich wichtig, und da wird, und das ist nicht der Anreiz für Heimbucher, dass er sich von Herbert Kickl
distanziert verhält, nicht unbedingt ausdrücklich distanziert. Denn Einbucher wird sich nicht wie Kickl verhalten können und dann erwarten können, dass er ohne Probleme in diese Landeshauptmann-Koalition aufgenommen wird oder wieder aufgenommen wird. Mhm. Man hört ja auch aus der FPÖ, dass Heinbuchner sich durchgesetzt hat, dass die Machtfrage Hofer-Kickl nicht vor der Wahl entschieden werden darf. Ja, ich halte das für klug. Einbruch ist natürlich etwas, auch was in Oberösterreich, und hier ist Oberösterreich vielleicht ein wenig atypisch, eine Rolle spielt. Es gibt einen sehr starken traditionellen deutschen Nationalismus, den Kickl eigentlich nicht vertritt, den Hofer kaum vertritt, aber Heinbuchner ist sehr der typische Burschenschafter. Mhm. Wie kann er diese Rollen ausfüllen? Einerseits die Rolle aus einer deutsch-nationalen Burschenschaft zu kommen, andererseits aber sozusagen bündnisfähig zu sein, kompromissbereit zu sein, Konsens zu demonstrieren. Er muss beides können. Bisher scheint es ihm gelungen zu sein. Er hat weder, glaube ich, diese alte Kernwählerschicht, vertreten durch Burschenschaft, also ein Begriff, der nicht nur für Mitglieder für schlagende Verbindungen steht, die hat er nicht verärgert, aber andererseits kann er offenkundig auch mit der dominanten ÖVP in seinem Land. So, erste Fragen, bitte. Eine Teilnehmerin fragt, was müsste passieren, damit die ÖVP wieder auf den Boden der katholischen Soziallehre zurückkehrt, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik? Also es müsste passieren, dass diese Position der katholischen Soziallehre in Österreich mehrheitsfähig ist. Das ist sie momentan nicht. Kurz würde er hier sitzen und werden alle Mikrofone abgeschalten, würde sagen, ich würde ja gern, aber ich bin doch nur so erfolgreich gewesen, weil ich die FPÖ-Position in der Flüchtlingsfrage übernommen habe. Die Menschen in Österreich, unter Anführungsstrichen, wollen das ja nicht. Das heißt, die katholische Soziallehre muss die Gesellschaft überzeugen. Mhm. Das ist bisher offenkundig nicht gelungen. Ja, das ergeben auch, also wenn man rein, haben auch Umfragen, die natürlich die Parteien intern gemacht haben, ergeben, dass eigentlich trotz dieser Frage, neben Moria-Abschiebung, die ÖVP, dass es nicht diese Frage war, dass die ÖVP verliert. Ja, also ich wage ja nicht zu beurteilen, was der inhaltliche Motor ist, der den gegenwärtigen Bundeskanzler antreibt. Aber die katholische Soziallehre ist es nicht. Ich würde hinzufügen, ich weiß auch nicht, welcher andere Motor. Er macht eine sehr geschickte Politik der Beobachtung der Meinungsströmungen. Und da ist die katholische Soziallehre, insbesondere bezogen auf Zuwanderung, Asyl, Flüchtlinge, nicht mehrheitsfähig. Er könnte sagen, diejenigen, die sich wegen der Position Maria aufregen, ist ein Problem der Grünen. Das ist deren Glaubwürdigkeit, nicht meine. Ich habe immer salonfähiger, als das vielleicht Heinz-Christian Strache gemacht hat, die Strache-Position vertreten. Was wollte er denn? Und damit habe ich Wahlen gewonnen. Was wollte er denn mehr? Bitte, noch eine. Achso. Doch. Wird es zum Clash Stadt-Land kommen in Fragen wie Zuwanderung, Nachhaltigkeit, Verkehr, Gendergerechtigkeit? Frage. Es gibt natürlich den Stadt-Land-Gap. Und die Frage ist nur, ist der sehr klar ausgeprägt? Ich zum Beispiel als auch Innsbrucker erlebe ich das, wenn man in Altranz wohnt, gehört man nicht zur, oder in Sistranz oder Lanz, gehört man nicht zur Stadt Innsbruck, ist aber natürlich städtisch geprägt. Das heißt, es gibt Verlierer und das ist nicht das Land schlechthin, sondern das bäuerliche Land. Das bäuerliche Land verliert seit Jahrzehnten an Gewicht quantitativ und es ist eines der großen Wunder, dass bis vor kurzem der Bauernbund der ÖVP, der für eine schrumpfende Minderheit in der ÖVP gesprochen hat, in der ÖVP diese dominante Rolle spielen konnte. Das spricht für das Managementgeschick des Bauernbundes, aber nicht für die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität. Das bäuerliche Land ist nicht stark genug. Aber das Land schlechthin ist eben weiter zu sehen.
Und Stadt, Land, ja, wir sehen das natürlich, gibt städtische Ballungszentren. Da gibt es in Burgenland nicht. In Vorarlberg schon. In Vorarlberg ist das ganze Rheintal von Bregenz bis Feldkirch ein einziges Ballungszentrum, städtisch geprägt. Im Burgenland fehlt das. Das macht auch den Unterschied aus, dass in Vorarlberg ein städtisch auftretender, das füge ich gleich als Eigenwerbung hinzu, Absolvent der Studienrichtung Politikwissenschaft der Universität Innsbruck, Wahlen gewinnen kann und in Burgenland einer, der bewusst auf die nicht zukunftsträchtige alte Basis der SPÖ spielt. Das macht einen großen Unterschied aus. Stadt ist weitgehend Vorarlberg, Stadt ist überhaupt nicht Burgenland. Wobei ich eines dazufügen möchte, in der Pandemie hat das Land gewonnen, weil erstens sehr viele, also es gibt einen Boom an Zweitwohnsitzen, damit man, wenn es wieder einen totalen Lockdown gibt, am Land einen Zweitwohnsitz hat. Und, weil da hat es jetzt auch zuletzt eine Diskussion gegeben, Bauernbund und so weiter, die Regionalität hat den Bauernstand wieder etwas aufgewertet. Erstens einmal stimmt natürlich, nicht? Die Zweitwohnbesitzer, die im Waldviertel wohnen, sind natürlich urban geprägt. Ja. Das sind wie die reichen New Yorker, die sich im Alterswohnsitz in Vermont gönnen und den Bernie Sanders ständig favorisieren. Mhm. Das sagt sehr wenig aus. Das ist natürlich etwas anderes, ein anderes Land. Mhm. Der Bauernstand aufgewertet, naja, die Frage ist, wenn man in Wahlforschungsdaten rechnet, bäuerliche Wählerinnen und Wähler nehmen weiterhin ab. Mhm. Es ist natürlich immer so gewesen, in der Eckerlierens-Romantik, dass der Bauernstand hier romantisiert wird. Ja? Aber ich kenne genügend Berichte von jungen Bäuerinnen und Bauern, die eigentlich den elterlichen Betrieb nur sehr widerwillig übernommen haben oder gar nicht übernehmen wollten oder wollen. Mhm. Es gibt nach wie vor Landflucht. Mhm. Und das ist eine bäuerliche Landflucht. Dass es Zuzug zum Land gibt, ist das Gegenstück. Mhm. Aber hat nichts mit bäuerlicher Landwirtschaft zu tun. Mhm. Ich kriege die Gewaltviertler, Frühpensionisten, die in Wien sich einen erheblichen Wohlstand erarbeitet haben, die ergreifen nicht den Beruf eines Bauern. Okay. Ja. Na, ich habe noch eine Frage. Aktuell der Austritt der Fidesz-Partei von der EVP, schlägt das auch zurück auf die ÖVP? Es haben aus dem Karas andere ÖVP-Mandatare anders entschieden. Ich kenne natürlich jetzt nicht den Detail der Diskussionen innerhalb der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Karas, der jetzt schon in einem Alter ist, dass er weiß, seine politische Karriere nähert sich dem Ende. Ich erwarte mir vom gegenwärtigen Bundesparteiobmann der ÖVP nichts mehr. Ich werde das nächste Mal vermutlich ohnehin nicht mehr aufgestellt. Jetzt leiste ich mir Unabhängigkeit. Alle anderen in der ÖVP-Delegation haben diese Unabhängigkeit nicht. Das heißt, es führt darauf hin, warum riskiert die Kurz-ÖVP die Optik, dass ihr Viktor Orban näher steht als Angela Merkel? Das ist interessant. Warum riskieren die das? Ist das wirklich so? Offenbar schon. Es hätte auch sein können, dass noch zwei, drei andere in der ÖVP-Delegation mit Karas gehen. Haben sie nicht getan. Das heißt, das Signal ist sehr eindeutig. Diese ÖVP bevorzugt Viktor Orban gegenüber Angela Merkel. Und das ist ein starkes Signal. Mhm. Ist es nicht auch so, dass schon lange nicht ein Bundeskanzler auf einen Bundeskanzler aus Österreich europaweit so geschaut wurde wie auf Sebastian Kurz? Also seine Aktion mit den frugalen 4 oder dann 5, wie sie waren, ja. Seine Position wegen des Impfstoffes, wo sogar die Bild-Zeitung eine Schlagzeile gemacht hat, was eben der österreichische Bundeskanzler zu sagen hat? Es gibt natürlich sicherlich seit Kreisky hat es das nicht gegeben.
bei Franitzky teilweise auch wegen seiner Gegenposition zu Kurt Waldheim in der internationalen Wahrnehmung. Franitzky war so der Anti-Waldheim und ist so wahrgenommen worden. Aber Kurz steht dafür, ja wofür? Für einen Weg, der sozusagen, wir dürfen nicht vergessen, dass Angela Merkel inzwischen schon der längst dienende Regierungschef in der Bundesrepublik Deutschland ist. Sie ist schon länger im Kanzleramt, als es Konrad Adenauer war. Also so erfolgreich wie Angela Merkel muss Kurz erst einmal werden. Ne? Trotzdem wird er wahrgenommen. Und es gibt da so etwas wie rechts von der Mitte europaweit einen Hass auf Angela Merkel. Der wird die Schuld zugeschrieben an der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, als hätte Angela Merkel den syrischen Bürgerkrieg verursacht, damit Flüchtlinge nach Europa kommen, um das christliche Abendland zu zerstören. Kurz hat sich natürlich, und da ist er viel zu klug und zu professionell, sich nie ausdrücklich von Merkel distanziert. Aber seine Politik, Schließung der Westbalkanroute, konterkarierend, die Merkel-Politik der Vereinbarung mit der Türkei, da hat er sich als Anti-Merkel innerhalb des Spektrums der gemäßigten Rechten aufgebaut. Und da kommt natürlich hinzu, Jugend. Eine Jugend ist ein Gut, das verglüht mit der Zeit. Ja. Gut, wobei es schon ein besonderes Bild war, weil die frugalen 4, 5 waren lauter junge Regierungschefs. Ja, natürlich. Das war und noch dazu kommt er hinzu, es war eine große Koalition. Ja, genau. Es waren Sozialdemokraten, der niederländische Partei, also Liberale und Konservative, das heißt, quer, und das zeigt ja auch die Unschärfe und das ist ja auch ein Hinweis auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wo ist die sozialdemokratische international erkennbare Handschrift? Sie war nicht da. Es haben sozialdemokratische Politiker, vor allem aus Dänemark und Schweden, die mit Sebastian Kurz und dem niederländischen Regierungschef eine Position gemacht haben. Keine sozialdemokratische Handschrift. Eine Position gerichtet gegen wessen Interessen? Gegen den sozialdemokratischen spanischen Regierungschef. Das heißt, ja, da waren die Jungen da. Und wir dürfen nicht vergessen, das waren die Jungen, die alle für reiche Länder gesprochen haben. Die sparsamen 4 wurden ja auch anderswo die neidigen 4. Nein, es hat die unterschiedlichen Bezeichnungen gegeben. Beides ist richtig, es ist nur eine unterschiedliche Sichtweise. Ja. Gibt es noch eine Frage? Sonst dann würde ich gern zum Anfang zurück. Also Sie haben gesagt, die Regierung ist stabiler, als mancher glaubt. Ja. Ja? Aber trotzdem werden teilweise schon Wetten abgeschlossen, wie lange sie halten wird. Ob sie die Periode durchhält. Also ich nenne ein Beispiel. Ich habe gestern mit der abtretenden Frauenvorsitzenden der SPÖ, Heini Schostig, telefoniert und sie sagt, sie bleibt noch im Nationalrat. Da weiß man nicht, wie lang der noch ist. Das man weiß natürlich nie. Man hätte im April oder Mai 2019 gewusst, dass bald darauf Neuwahlen stattfinden und dass erstmals in der Geschichte der Nationalrat mehrheitlich das Misstrauen gegenüber dem Bundeskanzler ausspricht. Das heißt, die Zukunft, das wissen wir nicht. Aber dann müssen zusätzliche Daten hinzukommen, wenn diese Regierung nicht die 5 Jahre, die sie bis, der Nationalrat, der diese Regierung stützt, bis 2024 funktioniert und im Amt bleibt. Die Grünen müssten weiter verlieren. Es müsste eine grüne, große Angst um diese Hysterie ausbrechen. Wir müssen dieses Schiff verlassen, sonst gehen wir mit ihm unter als Partei. Das ist ein Faktor, der möglich ist. Der kann da die Wahl in Oberösterreich ein Knackpunkt sein? Könnte eine Rolle spielen. Ja. Wahlen, Zwischenwahlen, Landtagswahlen können eine Rolle spielen, aber natürlich die demoskopischen Befunde sind als Momentaufnahmen immer ziemlich genau. Das heißt, der derzeit noch als vertretbar innerhalb der Grünen Partei eingeschätzte Abwärtstrend müsste dramatisch zunehmen. Dann würde ich Heini Schossig zustimmen, da kann alles passieren, auch ein vorzeitiges Ende dieser Koalition. Das heißt, die Grünen müssten gleichsam von Panik getrieben die Koalition sprengen. Dann könnten sie auch Kurz helfen zu sagen,
ich habe die Koalition nicht beendet, ich hätte gerne weitergemacht. Und so könnte er vermeiden, dass das Image sich verfestigt, Kurz zerstört jede Koalitionsregierung. Von der ÖVP sehe ich das nicht. Die ÖVP hat übrigens keinen Grund, in diesen wichtigen Fragen wie Abschiebung den Grünen Konzessionen zu machen. Mhm. Wäre es klüger gewesen? Also ich habe gestern darüber diskutiert, etwa mit, selbst mit der auch als Hardliner bekannt war, meinem ehemaligen Landeshauptmann in Niederösterreich, Erwin Bröll, der selbst sagt, es wäre klüger gewesen, vielleicht ein Zeichen Richtung Moria zu setzen. Ein Zeichen kann man setzen, der Substanz glaube ich nicht, denn die ÖVP fühlt sich ja bestätigt. Mhm. Die Grünen haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, das, wenn es sich weiter vertieft, der ÖVP natürlich nicht unbedingt recht sein muss. Mhm. Die ÖVP hat natürlich ein Interesse an einer auch durch Schwäche braven grünen Partei, aber nicht in einer in Panik verfallenden grünen Partei. Das heißt, Gästen zu setzen, wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Es wäre vielleicht auch nicht notwendig gewesen, die Abschiebung nach Georgien und Armenien, übrigens, das sind keine Abschiebungen nach Afghanistan, das sind relativ sichere Länder. Mhm. Das darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang. Übrigens auch christlich geprägte Länder. Mhm. Trotzdem eine Abschiebung von sozial integrierten jungen Menschen halte ich angesichts der demoskopischen Situation in Österreich für falsch. Aber ich muss keine Wahlen gewinnen, da kann ich sagen, es ist falsch. Ein Signal ist zum Beispiel, dass man nicht um 4 Uhr in der Früh oder wann das war, aus dem Bett holt, sondern vielleicht noch einmal sie in zivilisierterer Form. Das wäre ein Signal gewesen. Oder ein anderes Signal, ja, um eine Panikreaktion der Grünen zu vermeiden. Daran kann die ÖVP kein Interesse haben. Vor allem, wenn sie dann erst recht mit der Tasche, mit wem soll sie denn dann koalieren? Mit der SPÖ derzeit als einzige Option, dann wird die SPÖ es ihr nicht leicht machen. Die Grünen haben aus meiner Sicht 2019 nicht gut verhandelt. Denn naja, sie haben... Die Grünen haben sie darauf gesetzt auf ein Thema, das ist Klima, ein Klimaschutz. Ja. Da haben sie an und für sich, finde ich, schon einiges herausgeholt. Natürlich, aber die Grünen werden ja nicht nur wegen des Klimaschutzes gewählt. Vor allem waren sie 2019 in einer guten Position. Die ÖVP hat de facto keine Alternative zu den Grünen gehabt. Die FPÖ war weg als Alternative. Die SPÖ wäre kaum bereit gewesen. Das heißt, die Grünen, obwohl die deutlich schwächere Partei, haben eine sehr gute Verhandlungsposition gehabt. Sie hätten einige Aspekte in der Menschenrechtsfrage hineinreklamieren können. Und das haben sie nicht getan. Sie waren zufrieden mit dieser vagen Formulierung, die zwei besten Welten. Die Ökologiefrage ist für die ÖVP kein Schmerzthema. Die Menschenrechtsfrage wäre es gewesen. Und da hätten die Grünen angesichts ihrer günstigen Verhandlungsposition etwas verlangen können, ohne voll ihr Programm durchsetzen zu wollen. Das wäre natürlich nicht gegangen. Aber einige Aspekte, Mitsprache zum Beispiel, es hat der österreichische Außenminister ganz bei einigen Monaten gesagt, das geht die Grünen nichts an, das ist Kompetenz des Außenministeriums. Das kann er sagen, weil die Grünen aus meiner Sicht schlecht verhandelt haben 2019, ihre Stärke nicht wirklich umsetzen können, dass die ÖVP keine Alternative zu Kogler hat. Ich möchte zum Abschluss ein Thema noch aufgreifen, das im Zuge mit den Corona-Demonstrationen. Hätten Sie je geglaubt, dass die Rechtsextremen, noch so gut organisiert sind, dass sie da so kräftig mitmischen können? Ich weiß, inzwischen glaube ich das und weiß es natürlich, weil über die sozialen Netzwerke kann man das wunderbar organisieren. Es gibt ja offenkundig erheblichen Demonstrationstourismus aus der Bundesrepublik Deutschland, wie es übrigens auch in der Linken gibt, wenn es gegen den sogenannten Akademikerball geht. Das heißt, deutsche Demonstranten kommen nach Österreich, mischen hier mit. Das hat es auch in Washington gegeben. Also beim Sturm aufs Kapitol waren genügend Leute da, die aus Texas eingeflogen sind. Und Texas ist von Washington weiter entfernt als München von Wien. Das heißt, das gibt es. Sie sind gut organisiert, weil
die Kommunikation erstens leicht ist, zweitens schwer kontrollierbar ist über die sozialen Netzwerke. Und es gibt eben hier einen vagen Rechtsextremismus. Es gibt ja nicht die Kommandozentrale, es gibt ja unterschiedliche Subzentralen, die Identitären und wie sie alle heißen. Und es taucht zum Beispiel wieder ein Gottfried Küssl auf, weil der jemand, niemand mehr geglaubt, dass der jemals noch mal auf der Bühne auf der benutzt, er erhält wieder eine Bühne. Ja. Und da ist da finde ich die Position der Regierung grundsätzlich richtig. Ab und zu könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier stärker im Rahmen des Rechtsstaates eingegriffen wird. Und ich halte diejenigen, die sagen, wir sind ja nur gegen die Pandemie-Maßnahmen der Regierung, wir wollen mit den Rechtsextremisten nichts zu tun haben, für schamlos naiv. Mhm. Wer benutzt wen? Mhm. Die Rechtsextremisten benutzen die verständlich und legitim aus der jeweiligen Sicht besorgten Bürgerinnen und Bürger und nicht umgekehrt. Mhm. Der Rechtsextremismus ist da und er ist gut organisiert. Und er muss auch Finanziers haben. Die Reisen müssen finanziert werden. Mhm. Es gibt ja jetzt auch im Untersuchungsausschuss des US-Kongresses schon Maßnahmen zu untersuchen, wer denn etwa die Flüge aus Texas bezahlt hat zum 6. Jänner 2021. Wer hat das bezahlt? Mhm. Ne? Also wenn wir das Geld verfolgen, das ist immer ein guter Ansatz. Ja. Aber ist es eine Gefahr oder ist es halt jetzt eine kurze Zeiterscheinung wegen Corona? Eine Gefahr für die österreichische Demokratie, würde ich sagen, nein. Mhm. Im Sinne von der Überlebensfähigkeit der Demokratie. Die österreichische Demokratie, der demokratische Rechtsstaat in Österreich scheint mir sehr sicher und stabil zu sein. Aber es ist natürlich gefährlich in der Randzone. Wenn wir an rechtsextreme Gewalt denken, wenn wir daran denken, was von Oslo bis Christchurch und Hanau passiert ist, das kann auch in Österreich passieren. Und ich halte auch ein bisschen ein Äquivalent zu der Überreaktion in Washington vor einem Jahr gegen die Black Lives Matter Bewegung verglichen mit dem 6. Jänner dieses Jahres, ist das schon auch, wie man hier reagiert hat auf die islamistischen Mordanschläge in der Wiener Innenstadt. Mhm. Man hat reagiert, Klammer auf, warum hat hier die Information innerhalb des Sicherheitsapparates so schlecht funktioniert. Aber es wurden auch im Randbereich des österreichischen Islam Maßnahmen ergriffen, die aus meiner Sicht noch zu untersuchen sind, ob das gerechtfertigt war. Es ist ein bisschen schon die islamische Glaubensgemeinschaft insgesamt unter Verdacht gestellt worden. Das ist immer die zweitgrößte religiöse Gemeinschaft in Österreich. Herr Professor, ich danke vielmals fürs Gespräch. Und für die Einblicke in die aktuelle Politik. Ihnen danke ich fürs Zusehen und für dass man diese vielen Themen, die wir aufgegriffen haben, dass Sie die verfolgt haben und wünsche noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Danke auch. Danke für das Mitmachen. Und für die Einladung. Dass ich die Einladung, bitte, das ist alles da. Ja, immer.